Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Odyssey. So, wir sind hier in der Höhle, wo wir den nächsten Kultisten platt gemacht haben. Und zwar den Schwertfisch. Wir haben jetzt von ihm noch die Armschienen des Achilles bekommen, was ich schon mal gut finde, ist nächstes Set-Teil. Das Ding kann weg. Athena Beintaschen, nö. Die ist auch nicht. So. Genau. Beinschienen des Theseus. So. Allerdings haben wir jetzt, wir haben jetzt schon vier, wow, auch ein neues Schiff bekommen, beziehungsweise einen neuen Schiffsdesign. Und zwar haben wir die tanzende Pegasus. Interessant. Wenn man bedenkt, Adrasea ist so, das ist Morgenröte. Das ist hier Farben von Chaos. Und hier haben wir jetzt die tanzenden Pegasus. Pegasus entsprang dem Blut der Medusa, nachdem sie erschlagen wurde. Man sagt, dass es war der Zeus, die Donnerkeile brachte und als Belohnung dafür als Sternbild im Nordhimmel verwandelt wurde. Interessant. Wir bleiben aber bei der Adressea. So, wir müssen jetzt zurück. Beziehungsweise nicht zurück. Wir müssen... Ja doch, zurück zum Palastteil. Ne? Palast Knossos. Knossos. Denn wir haben ja jetzt die drei Leute aufgesucht und wir wissen ja genug eigentlich jetzt. Wer weiß, vielleicht kommen wir ja jetzt ins Labyrinth. So, sicherheitshalber. Ganz sicherheitshalber. Speichere ich jetzt. Ne? Ich meine mal, Minotaurus zu besiegen, macht man auch nicht gerade so im Handumdrehen. Deswegen. Schauen wir mal. Naja. Verschwinde mal. So. Hallöchen, Junge. Du. Ich schwöre, ich habe sicher nichts gestohlen. Der alte Aufpasser sagte, du... Was? Er hat mit dir geredet? Hat er dir etwas über meinen Pater erzählt? Nein, hat er nicht, aber... Und was ist mit dem Sammler? Der Sammler. Er sagte, du seist wie dein Pater. Wirklich? Das ist schön zu wissen. Hör mal, der alte Verwalter sagte, dass du... Warte, warte, warte. Und der Schwertfisch? Was hat er gesagt? Oh, du hast Gott. Ihn gefunden, oder? Er sagte mir, wo die Scheibe ablegen soll. Er sagte, der Schlüssel muss in die Stele. Oh, ich weiß, wo die Stele ist. Aber warte. Von was für einem Schlüssel sprichst du? Der alte Mann sagte, du hättest ihn bestohlen. Nein, habe ich nicht. Moment, was soll ich ihm denn gestohlen haben? Den Schlüssel zum Labyrinth? Eine Scheibe? Oh. Eine Scheibe, oh. Du meinst das alte Ding hier? Oh ja. Ich habe mich schon immer gefragt, wofür das sein könnte. Der Schwertfisch erwähnte einen Ort, an dem man eine Scheibe platzieren müsste. Eine Stele. Oh,
Und was machen wir jetzt? Wenn wir die Scheibe in die Stele stecken, sollte sich der Eingang zum Labyrinth öffnen. Dann kommt der Minotauros. Und du wirst auch meinen Pater retten, oder? Dein Vater ist vermutlich tot. Ja, ich rette ihn. Man das kann, habe ich dir doch versprochen, oder? Du bist wirklich der beste Söldner. Man kann ihm ja nicht Pater sagen... Ich sei bald wieder zurück. Man kann ja nicht sagen... Die Scheibe aus. Man kann so einem Jungen doch nicht sagen, hey, dein Sieht Vater aus wie ist... ein Teil von Theseus Rüstung. Hä? Hä? Ah, Kampf... alles klar. Warte mal. Achso, da hinten. Er wartet schon. Genau. Wisst ihr was? Ganz nach... im Sinne des, Dings hier, des... wie es gewollt ist, ne? Ziehen wir jetzt die Sachen... bezüglich Theseus an. Auch wenn es etwas scheiße aussieht, aber ne? Ganz in dem Sinne. Wurde ja gesagt, ich würde nur mit dieser Rüstung überleben können. So. Auch wenn meine 100-mal besser ist, finde ich. So. Setzen wir sie immer ein. Die Scheibe. Okay. Wie sind die da denn wieder rausgekommen? Mal ganz doof. Dein Ziel ist momentan 2 Stufen über dir. Okay, ich sehe gerade, okay. Er sagt mir hier, hey, du musst noch ein bisschen leveln. Alles klar, ist kein Problem, ne? Dann, weiß ich aber wenigstens schon mal, wo ich am dümmsten hin muss. Ne? Ach komm. Wisst ihr was? Scheiß drauf. No risk, no fun. Wir versuchen es trotzdem. Ne? Er wartet schon. Wir versuchen es trotzdem. Geronimo! Ich meine mal, ich habe oben ja gespeichert. Das heißt, es kann gut sein, dass ich drauf gehe. Aber wenn, dann habe ich wenigstens schon gespeichert oben. Ah, guck mal, das Leuchten kennen wir doch aus der Schmiede. Jedes Ausrüstungsteil bietet einen Bonus für einen speziellen Spielstil. Du kannst ein 1000 Wasser sein. Oder so. Das ist nicht Minoisch. Was ist das? Unglaublich. Er ist echt. Bei den Göttern. Alter Schwede. Der Faden, mit dem sich Theseus im Labyrinth zurechtfand. Mal sehen, wo er hinführt. Ah. Ich tippe mal da hinten, wo es leuchtet, wird da Dings sein. Eine Kreatur des Zorns tat dies. Okay.
Das muss Nikios sein. Ein Ring. Den wird Ardos haben wollen. Oh ja. Okay, klettern kann ich nicht. Aber der Faden geht doch bis hier. Das ist irgendwie schon merkwürdig. Okay. Oh, Spinne. Vielleicht hier rüber? Mal gucken. Einfach mal. Hallo? Okay. Hier tippe ich mal, dass ich hier nicht lang komme. Da vorne. Puh. Wir probieren es, wie gesagt. Wir probieren es einfach. Glaube ich zwar nicht, dass wir den hinkriegen werden. Aber wir probieren es. Da ist er. Der wahrhafte Minotaurus. Viel ausweichen. Okay. Da, der verdammte Minotaurus. Alter. Zack, zack, zack. Zack. Come on. Zack, 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 zack. Aua. Zack, zack. Zack, zack, zack. Na komm. Alter. Zack. Hab, 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 hab. Come on. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Nein. Lass mal. Aua. Zack, zack, zack. Zack. Zack, zack. Aua. Zack, zack. Zack, 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 zack. Nein, lass mal. Autsch. Okay. Okay, links ist Untool. Wirklich Nahkampf. Sonst bringt das herzlich wenig. Zack, zack, zack. Zack. Come on. Zack, 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 zack. Und hab, 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 hab. Ja.
Fuck. So. Zack, zack, zack. Zack, zack. Schön. Puh, Hälfte haben wir. Hälfte haben wir schon mal. Oh shit. Jetzt wird er sauer. Ich würde sagen, jetzt ist er sauer. Eieiei. Aua. Aua, aua. Jetzt ist er richtig sauer. Würde ich sagen. Alter. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack. Zack, 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 zack. Okay, komm her. Aua. Hauptsächlich ausweichen. Zack. Zack. Komm mir klar, nämlich. Komm schon. Zack, zack. 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 Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Oh, oh. Puh. Zack. Zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Komm. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack. Zack, zack. Zack. Zack, zack. Und komm, den kriegen wir. Wir kriegen den hin. Zack, 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 zack. Ich habe den Minotaurus getötet. Ja. Aber wäre stolz auf mich. Au. Wir haben ihn geschafft. Den Minotaurus. Wir haben ihn besiegt. So, wir haben tatsächlich den Minotaurus besiegt. Halleluja. Wir haben es geschafft. Das war ein Kampf. Wir haben den wahren Minotaurus besiegt. Also keine Fälschung wie in Pefki, sondern wirklich den wahren. Oh Gott. Das war gerade ein Kampf. Ein Krampfkampf, wisst ihr? Mir tut gerade voll die Hand weh durch das ganze Knöpfe drücken.
Der Minotauros ist tot. Danke für deine Hilfe, Ados. Wo ist Pater? Ich suchte im Labyrinth nach ihm und... Es tut mir leid, Ados. Leid? Warum? Hör zu. Du sagtest, du bringst ihn zurück. Lügner! Geh sofort wieder zurück und finde ihn! Ados. Du hast es versprochen! Er ist tot, Ados. Die Toten kommen nicht zurück. Aber für uns geht es weiter. Ich habe Angst, ihn zu vergessen. Ich will ihn aber nicht vergessen. Nimm das. Als Erinnerung an ihn. Vaters Ring? Hab Dank. Danke. Wir sollten von hier verschwinden. Ja. Damit haben wir das nächste Artefakt, das zweite. Was wirst du jetzt tun? Ich weiß es nicht, Söldner. Ohne Pater. Ich weiß nicht. Vielleicht findet ihr es heraus. Gemeinsam. Ados. Denk daran, du bist nicht allein. Es wird sich immer jemand um dich sorgen. Halt dich aus Ärger raus, Junge. Du weißt, dass ich das nicht versprechen kann. Ich werde schon dafür sorgen, Söldner. Hab Dank. Lass uns heimgehen, Ados. Alter. Das klingt gut. Verzeih, dass ich die Scheibe stahl. Ist schon gut. Und dein so. Amulett. Welches Amulett? Und deine Ringsammlung. Du hast sie also. Und die Aufzeichnungen. Interessant. Also kleiner Langfinger. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Wir haben es heute geschafft, den Minotaurus zu besiegen. Das ist schon ordentlich. Ja, und mal schauen, wo uns die Reise denn in der nächsten Folge hinführt. Also, tschüss, ciao, euer Levos. Kissa.